War das etwa mein Wecker? Oh, ja, natürlich war das mein Wecker. Oh, ich hätte beinahe den besten Tag vergessen. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn du auch im Team Emily bist, dann zeig es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und Freunde, wisst ihr, was ich heute machen werde? Ich darf einen ganzen Tag lang als Ärztin arbeiten. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Ich werde bestimmt so... Warte mal, was macht man denn da überhaupt? Ich glaube, man verarztet Patienten mit Wunden und muss ich da vielleicht auch Kinder zur Welt kriegen? Oh Gott, ich weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt. Aber Freunde, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euer Traumjob ist. Das wird mich so sehr interessieren. Oh Freunde, ich darf jetzt aber nicht so lange warten. Ich glaube, Dr. Becker wartet schon auf mich. So, zum Glück ist das Garagentor offen. Und dann machen wir uns direkt mal auf den Weg. Freunde, ich muss sagen, ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich habe mir nämlich so Videos angeguckt von Ärzten, wie die so Leute operieren und so. Und ich muss sagen, das hat mich schon ziemlich interessiert. Aber ich weiß gar nicht, was jetzt auf mich zukommt. Muss ich sowas auch machen oder... ich weiß es nicht. So, ich bin ja Ärztin, deswegen stelle ich mich jetzt einfach mal hier hin und mal gucken, ob Dr. Becker mich schon erwartet. Hallo Dr. Becker, sind Sie schon da? Hey Emily, da bist du ja. Oh, guten Tag. Oh, ich bin total aufgeregt, muss ich sagen, aber was muss ich eigentlich heute alles machen? Du musst meinen Job erledigen. Du musst ganz, ganz viele Leute behandeln. Sei es nur eine leichte Kopfverletzung oder Bauchschmerzen oder Halsschmerzen. Du bist für die Leute heute zuständig, denn du bist heute die Ärztin. Oh, wie cool ist das denn? Das ist mein absoluter Traum. Aber, was gibt es hier denn alles überhaupt im Raum drin? Ach, guck dich einfach mal um. Hier gibt es von Spritzen bis zu Heilungstränken oder auch Goldäpfeln. Hier gibt es wirklich alles, um einen Menschen wieder gesund zu machen. Okay, das guck ich mir mal an. Oh, hier sind ja richtig coole Bücher. Sind da denn auch so coole Bilder drin, wo ich endlich mal was sehen kann? Natürlich, natürlich, keine Sorge. Aber hey, unser Motto hier im Krankenhaus, wir lassen erst die Menschen wieder raus, wenn sie vollständig gesund sind. Oh, das ist ja echt ein tolles Motto. Mein Motto ist, solange der Bauch nicht voll ist, passt da noch ganz schön viel rein. Alles klar, na gut, aber ich glaube schon, die erste Patientin kommt gerade. Wirklich? Aber ich habe mir noch nicht alles angeguckt. Hier sind noch so viele Sachen zu entdecken. Aber ich glaube, da muss ich jetzt als angehende Ärztin einfach mal durch. Hallo? Hallo, Dr. Becker und Dämonenmädchen. Was machst du denn hier, Emily? Bist du etwa auch krank? Oh Mann, ey. Krank? Nein, ich muss dir sagen, ich bin heute die Fachärztin hier. Oh, du bist Ärztin? Das wusste ich ja gar nicht, Emily. Das ist ja toll, aber kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Ja, kann ich. Was hast du denn für Beschwerden? Oh, ich habe dolle Halsschmerzen und Husten. Kannst du mir da irgendwas geben oder sowas? Halsschmerzen und Husten? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier viele Tränke, aber um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was da drin ist. Ich kann dir aber ein gutes Geheimrezept von mir geben. Oh, ein gutes Geheimrezept? Mhm. Jetzt bin ich aber auch wirklich gespannt. Was meinst du denn damit? Oh ja, von diesem Rezept wirst du ganz schnell wieder gesund. Und dann brauchst du so eine Medizin gar nicht. Oh, und was ist es, Emily? Hey, jetzt mach ich nicht die spannende Folge. Ich möchte jetzt wissen. Ich möchte gesund werden. Oh, Entschuldigung. Oh, ich habe spezielle Kräuter zu Hause. Wenn du die einfach mit heißem Wasser mischst, ist das ein heilender Tee. Und der ist besser als jedes Medikament. Ein heilender Tee? Das hört sich ja total gut an. Und ist er dann auch lecker? Denn wenn der Tee schrecklich schmeckt, dann möchte ich den nicht trinken, Emily.
Du musst einfach ganz viel Honig reinmachen, dann schmeckt das total lecker. Wenn du jetzt nach Hause gehst, kannst du ja Lami mal fragen, ob der dir was abgeben kann. Das wird dich sofort wieder gesund machen. Alles klar, das mache ich. Also Kräutertee mit Honig. Oh ja, du musst mir unbedingt erzählen, ob es gewirkt hat bei dir. Auf jeden Fall. Schon der Gedanke nur, mach mich schon gesünder. Alles klar, ciao. Gute Besserung und tschüss. Ciao. Oh, Dr. Becker, ich hoffe, das war in Ordnung, dass ich hier meine Kräuter einfach so angeworben habe. Natürlich, natürlich. Solange die Patienten gesund werden, ist alles in Ordnung. Oh, ja, natürlich. Ich verspreche, das sind die besten Heilmittel. Aber ich bin so gespannt und aufgeregt, was noch für Patienten kommen. Vielleicht sehe ich irgendwie Wunden und ich weiß es nicht. Ich bin so aufgeregt. Und ich glaube, da kommt gerade der nächste Patient. Leo? Was machst du denn da? Ich habe Poposchmerzen. Poposchmerzen? Oh Gott, oh Gott. Und ich bin heute die Ärztin hier. Das bedeutet, ich muss dein Popo verarzten. Ja, bitte. Ich habe ganz, ganz tolle Poposchmerzen. Ich habe ganz, ganz viele Videospiele gespielt. Und jetzt tut mein Popo weh. Dein Popo tut weh? Oh Gott, ja. Oh Gott. Das hört sich gar nicht gut an. So, ich massiere den mal ein bisschen. Oh, Da löst sich auch etwas, glaube ich. Oh, ja, ich glaube, es kommt gerade. Oh, das sieht doch gut aus, Leo. Leo? Ich glaube, jetzt sollten die Poposchmerzen weg sein. Du musst es einfach nur ganz stark pupsen. Oh, hier stinkt es ja. Tut mir leid und danke. Du bist die beste Ärztin. Tschüss. Warte mal, Leo. Ich muss dir einen kleinen Tipp geben. Oh, Freunde, wie aufregend war das denn? Ich konnte heute schon zwei Menschen helfen. Das ist ja das absolut schönste Gefühl, was es gibt. Oh, Freunde, aber bevor der nächste Patient kommt, wollte ich mal gucken. Oh, wir haben Stärketränke und Heilungstränke. Freunde, das wird mir sehr zu Nutzen kommen. Ich hoffe, ich kann die gleich sogar schon einsetzen. Hallo, ist hier der Arzt, Dr. Becker, und was hast du denn hier? Nein, ich bin heute die Ärztin, Horrorlehrerin. Du bist heute die Ärztin? Dann hoffe ich mal, dass du gut darin bist, sonst bekommst du eine 6 in der Schule. Sag, ja, natürlich bin ich gut, aber was haben Sie denn für Beschwerden? Oh, ich fühle mich einfach so, so schwach. Mir fehlt an Stärke. Ich glaube, ich breche gleich zusammen, Emily. Warten Sie mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe da was für Sie, Horrorlehrerin. Entschuldigung. Ja, was ist passiert? Nehmen Sie einfach diesen Trank hier, dann werden Sie wieder ganz stark. Vertrauen Sie mir. Trank der Stärke? Horrorlehrerin, nehmen Sie jetzt bitte den Trank, das ist ganz wichtig. Alles klar. Und? Wie geht's Ihnen? Ich fühle mich super stark. Wow. Guck dir das mal an. Wirklich? Ich fühle mich so stark. Ich könnte durch das Fenster springen. Horrorlehrerin? Wo ist sie denn jetzt hin? Oh Gott, Freunde. Hier im Krankenhaus passieren echt merkwürdige Dinge, muss ich sagen. Aber irgendwie ist es genau das, was ich machen will. Genau diese Aufregung gefällt mir. Ist das nicht Lami? Emily, was machst du denn hier? Lami, was machst du denn hier? Und was ist mit deiner Nase los? Meine Nase ist verstopft. Ich brauche Hilfe. Deine Nase ist verstopft? oh Gott, ich glaube, ich hör's. Also, ich bin heute die Ärztin hier und dann werde ich dich wohl verarzten müssen. Du bist die Ärztin, alles klar. Dann verarzte mich mal. Meine Nase muss endlich frei werden. Ich guck einmal. So, ich glaube, das könnte helfen. Okay, Lami, ich habe einen Trank der Heilung für dich und der wird sofort deine Nase wieder befreien. Oh. Ein Trank der Heilung, alles klar, dann trinke ich den mal. Oh, Mann, oh Mann. Und? Wie? Ich
Ich kann wieder riechen. Oh. Oh, du stinkst aber, Dr. Becker. Hey, das Mami. War dein Sohn. Das war Leo. Der hat hier reingepupst in den Raum. Ja, ja, ist klar. Oh, aber Dankeschön, Emily. Ich kann wieder riechen. Oh, bitteschön. Und ja, jetzt schnüffel aber nicht die nächsten Bakterien. Ciao. Oh, Freunde, was war das denn für ein unglaublicher Tag? Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und tschüss. Da, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich hier abonnieren. Und auf dieser Seite findest du noch ein altes Video von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss.